Könnt ihr sehen, wo wir sind? Nee, ne? Könnt ihr es raten? Ja, richtig, wir sind nicht im Turm. In einem beliebig gewählten Gebiet außerhalb des Turms, wo wir noch nicht waren bisher. Und das ich jetzt mit Wonne erforschen werde. Endlich wieder frische Luft schnappen. Keine tödlichen Fallen überall, kein Blitzpingpong. Ah ja. Das ist schon faszinierend, dass ein Spiel solche Gefühle erzeugen kann. Also natürlich habe ich gerade ein bisschen übertrieben, der Dramatik wegen, aber das Gefühl der Bedrängnis und des Frohseins, wenn man endlich raus ist, auch später in Baldur's Gate 2 gibt es da einige Szenen, wo man einfach nur noch raus will und teilweise die Quest auch möglichst schnell macht, weil man einfach nur noch aus dieser Gegend raus will. Und das finde ich schon faszinierend. Vor allem bei diesen älteren Spielen kommt das halt öfters mal vor. Dass da halt so viel Content ist, dass man abarbeiten muss, um wieder in die Gegend zu kommen, wo das Spielen an sich einfach, naja, mehr Spaß macht oder interessanter ist oder nicht so viele negative Faktoren hat wie Level Drain oder Blitzpingpong, was ich halt gerade gesagt habe. Das kenne ich bei neuen Spielen irgendwie nicht so sehr. Da läuft man einfach durch, das ist halt gut, ist alles interessant, ist alles irgendwie schön bunt und dann war es das auch schon. Aber ja. So, wo sind wir überhaupt? Wir sind da. Da unten waren wir bisher noch nicht. Ich habe mir einfach eins von den Gebieten, wo wir noch nicht drin waren, ausgesucht. Und das war am nächsten dran. Und das will ich jetzt zu Ende aufdecken. Denn ich war mir immer noch nicht sicher, also bevor wir das Addon angefangen haben, war ich mir nicht sicher, wie viel der Karte ich aufdecken soll und wie viele Nebenquests ich machen soll in diesem Playthrough. Weil es halt teilweise recht langweilig sein kann für den Zuschauer, wenn man einfach nur Gebiete aufdeckt und das Ganze noch im Zeitraffer, da hört man ein bisschen Musik und danach bekommt man erzählt, oh, ich habe ein paar Gibberlinge getötet und ein paar Wölfe und das war es dann eigentlich auch schon. Aber ich denke mal, nach dem Turm jetzt, das waren so an die 20 Folgen, geschätzt, wo eigentlich fast nie Zeitraffer vorkam, weil immer irgendwas los war, könnte ich jetzt auch gut vertragen, wenn ich einfach mal nur durch die Gegend tapper. Und ein bisschen vor mich hin rede. Ja, oh, und da passiert auch schon was. Ein Halbling, Schrägstrich, Zwerg, Schrägstrich, Gnomen. Wartet mal einen Moment, ich muss mit euch reden. Es ist sehr wichtig. Es ist immer sehr wichtig, hm? Sicher, was habt ihr uns zu sagen, Zwerg? Also ein Zwerg, schön. Danke, lasst einen alten Mann erstmal Luft holen. Punkt, 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 Punkt. Also, darf ich mich vorstellen? Ich bin Hafiz bin Valtat, Astrologe, Wissenschaftler und Magier. Und wer bitte seid ihr? Ich heiße Gerugon. Inzwischen wird es wohl kein Kopfgeldjäger mehr wagen, uns anzugreifen. Gerugon, ja, das ist der Name, an den ich denke. Ich habe euer Gesicht in meinen Träumen gesehen. Wenn ich von euch träume, geht es immer um Mord und Totschlag. Und dann gibt es dann noch einen, der alles beobachtet, einen bösen Mann. Am Ende geht immer einer drauf. Ihr oder ich? Hä? Also er beobachtet uns. Da ist noch ein böser Mann im Hintergrund. Und entweder stirbt er oder wir. Das ist alles so merkwürdig, dass ich euch treffen sollte. Denn ich träume oft von euch. Ihr müsst etwas ganz Besonderes sein. Erzählt mir von euch. Vielleicht kann ich euch helfen. Oh, wirklich gefährlich sieht er nicht aus. Na gut, erzählen wir ein bisschen was von uns. Na gut, sind wir mal ehrlich. Es gibt einiges zu sagen. Ich weiß nicht recht, ob ich die Zeit habe, auf alle Einzelheiten einzugehen. Ich lebte früher mit meinem Vater Gorion in Kerzenbrook. Vor einiger Zeit wurden wir gezwungen zu fliehen. Es scheint, als gäbe es jemanden, der unbedingt meinen Tod will. Bei dem Versuch, mich zu töten, tötete er meinen Vater. Es tut mir leid, dass ich solch schmerzliche Erinnerungen wachrufe. Ich möchte euch helfen und gleichzeitig diesen Träumen, die mich plagen, ein Ende setzen. Hier, nehmt das. Lest diese Schriftrolle, wenn ihr gegen die Sechs kämpft, die dem Mörder eures Vaters dienen. Und sie wird euch vor ihrem Zorn beschützen. Also lebt wohl, vielleicht werden wir uns wieder treffen. Hafiz heißt er. Den Namen versuche ich mir mal zu merken. Und die Aura wurde gereinigt. Eine Schriftrolle haben wir bekommen. Wenn wir gegen die Sechs kämpfen, sollen wir sie benutzen. Schutzformel gegen Magie.
Zauber kann nicht angewendet werden. Zauber funktioniert nicht innerhalb des Zyklus, mit Ausnahme von magischen Waffen. Bannt bei Anwendung alle momentanen magischen Wirkungen. Oh, schick, schick. Ja, manchmal lohnt es sich, sein Herz offen zu legen. Vor allem, wenn derjenige gegenüber kein schwer bewaffneter Typ ist, der deinen Namen wissen will. So, aber schauen wir mal, dem geht hier weiter. Ich hatte ja vorher gesagt, dass es recht viele Gebiete gibt, die absolut leer sind. Aber wie man gerade sieht, ich habe nicht geplant, irgendwo Besonderes hinzugehen und schon haben wir wieder jemanden getroffen. Okay. Halt, ich bin ein Mitglied der Flammenden Faust und verlange, dass ihr euch ausweist. Das hatten wir doch schon mal, oder? Wir sind eine wilde Horde Teraskis. Kreisch, kreisch. Ja, irgendwann spiele ich nochmal einen chaotisch guten Dieb oder so. Dann kann man sich ein bisschen austoben und Spaß haben. Bum, 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 bum. Ihr könnt uns mal. Nein. Wir sind Söldner im Dienste von Am. Nein, sind wir nicht. Wir sind Abenteurer. Abenteurer, hä? Passt gut auf euch auf. Hier in dieser Gegend treiben sich eine Menge Räuber ihr Unwesen. Mein Trupp sucht außerdem nach einem Deserteur. Samuel ist sein Name. Und er soll mit einer Frau unterwegs sein. Auf seinen Kopf ist eine Prämie von 50 Goldmünzen ausgesetzt. Na gut dann, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Lebt wohl. Das ist schon das zweite Mal, dass wir von so einem Söldner aufgehalten werden, ne? Aber gut, diesmal hat er uns wenigstens nicht unterstellt, Mitglied der Diebesbande zu sein. Und er läuft konfus in der Gegend rum. Na gut, aber ein Samuel soll hier sein mit einem Kopfgeld. Schreckenswölfe? Schreckenswölfe. Auch wenn ich irgendwie den Verdacht habe, dass das Kopfgeld ungerechtfertigt ist. Weil 50 Goldmünzen ist eben ein bisschen wenig. Und wenn er mit einer Frau unterwegs ist. Aber schauen wir mal, vielleicht finden wir ihn ja. So, wir sollten aber langsam aufhören, die teuren Pfeile zu verschießen, oder? Wir haben kaum noch billige. Und nicht-magische haben wir schon mal gar nicht mehr. Wie schaut es bei den Steinewerfern aus? Die könnten auch ein paar normale Steine gebrauchen. Also ja, wir sollten demnächst in die Stadt gehen. Boah, die ganzen Schutz. Ne, wie heißen die nochmal? Die Schlüsselsteine nehmen ganz schön viel Platz und Gewicht weg. Aber ja, auf jeden Fall in die Stadt und dann misst dich mal richtig aus. Also die Sachen, die ich wirklich nicht mehr brauche, wie diesen Schlegel hier, die kommen dann einfach weg. Aber was mache ich alles in der Stadt? Erstmal schauen wir uns hier weiter um nach einem Dieb namens Samuel. Also ich gehe jetzt mal auf, dass es davon aus, dass es ein Dieb ist. Ein Gesetzloser, sagen wir es mal so, auf den ein Kopfgeld von 50 Goldmünzen ausgesetzt ist und seine weibliche Begleitung. Ja, und währenddessen kann ich mir auch Gedanken darüber machen, beziehungsweise vor mich hin sinnieren, was wir als nächstes machen. Dullags Turm wollte ich erstmal jetzt aufschieben. Wir könnten es zwar schaffen, denke ich mal, aber es ist sehr nervig. Mit dem ewigen Wiedergelade und dann mit Bugs bei den Türen und so weiter. Das will ich mir und euch nicht unbedingt antun. Also bleibt immer noch Winterwolf. Oh, schön, die Pelze können wir gebrauchen. Also bleibt aber immer noch das andere Gebiet vom Addon. Also das eine Gebiet, von dem wir wissen. Nämlich das, wo der Magier uns hin teleportieren wollte, um seinen Umhang zu finden. Das könnten wir machen. Zwischendurch könnten wir mal die einzelnen Gebiete, die noch fehlen, aufdecken. Und ich könnte meine Liste rauskramen von den kleinen Dingen, die noch erledigt werden müssen. Und dann, wenn wir noch ein bisschen bessere Ausrüstung zusammengekauft haben und ein Level abhaben für jeden Charakter, das wäre dann Level 8, obwohl das dauert noch eine ganze Ecke. Schauen wir mal. Eventuell, wenn alle Charaktere Level 8 sind, dann können wir uns ranwagen, wieder in den Turm zu gehen. So, du kommst dahin. Hast du Platz? Fast nix. Die Natur schläft nicht, Shahira. Die Natur hat uns gerade angegriffen und wollte uns beißen. So, Platz hat er. Du sagst jetzt die beiden Pelze noch ein. Und dann gehen wir zu unserem altbewährten Lieblingshändler Naschkel. Der wird sich über die Pelze freuen. So, ohne auf die Liste zu gucken, was fällt mir jetzt noch so ein? Die Feuerweinbrücke. Da waren wir nur kurz unten und haben den einen Ogermagier getötet. Da haben wir nicht weiter entdeckt. Die Ulcaster-Ruinen haben wir gemacht. Und wir haben hier noch die Hauptquest, die wir weitermachen müssen.
die ist noch lange nicht vorbei. Die Sache dabei war halt nur, dass wenn man die einmal anfängt, macht es vom Rollenspielerischen her wenig Sinn, zwischendurch aufzuhören. Also es ist alles recht gehetzt, wie so am Anfang in Kerzenburg, wo man dann sofort Gorion finden musste und so. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das gleich mache. Weil klar, man kann zwischendurch aufhören, aber von der Stimmung her würde ich das schon gerne an einem Stück durchziehen. Aber wie gesagt, ist auch eine Option. Das heißt, wir haben noch jede Menge zu tun. Können noch schön viele Folgen drehen. Auch wenn ich eigentlich unter 200 bleiben wollte, um die Playlist nicht ganz voll zu kriegen. Aber das müssen wir gucken. Ein anderer Let's Player, den ich persönlich gucke, Veriax, das ist aber ein Englischer, der hat für sein Playthrough, glaube ich, 300 Folgen gebraucht. Was auch eine stattliche Zahl ist. Ich meine, wenige Spiele haben so viele Folgen in ihrem Playthrough. Aber Baldur's Gate ist halt auch ein Spiel, das man sehr lange spielen kann. Weil immer irgendwo noch was zu tun ist. So, da fällt mir ein, eigentlich muss ich gar nicht mit der ganzen Truppe rumlaufen, sondern kann einfach mit Gerungen alles machen. Weil die paar Greiflinge geschafft auch alleine. So, dann flitzen wir mal kurz hier rum. Schauen, ob wir irgendwas finden. Und der Rest der Gruppe geht schon mal hier an den Ostrand der Karte. So, Gerungen, unser Held. Versuch mal alleine die ganzen Greiflinge umzubringen. Ja, ich glaube, das schaffst du. So, ihr sollt alle zum Ostrand. Können wir das noch ein bisschen aufdecken und noch eine Kreischlinge finden. Ja, 35 Erfahrungspunkte. Wahnsinn. So, da lang. Und hast schon gewonnen. Ne, du läufst einem Kreischling hinterher und findest ein ganzes Nest Meier. Na gut, tup dich aus. Wir gehen schon mal weiter. So, da geht's auch noch lang. Oh, 4 Schaden. Das könnte gefährlich werden. So, hier ist ein kleiner Teich. Ja, nichts Besonderes. Keine toten Katzen oder so drin. Das war echt makaber in dem Wasserfall. Ich dachte, was kann denn da drin sein? Ein paar Edelsteine vielleicht. Und dann so ein armes, nasses Ding. Aber naja, die kleine Mieze wird inzwischen wohl wieder leben, wenn das Mädchen ihren Papa gefunden hat, der ja einfach so mal wieder Tiere wiederbelebt. So, alle tot? Alle tot. Dann sind wir hiermit aber schon fast durch. Hm? So, du deckst da auf, der Rest geht zum Kartenrand. Da. Aber schön, ein Gebiet weiter aufgedeckt. Und diesmal musste ich gar keinen Zeitraffer benutzen. Ich hatte aber auch genug zum Reden. Weil bisher war es ja noch mehr Kreischlinge. Weil bisher hatte ich nicht wirklich viel Stoff, den ich zwischendurch loswerden wollte. Es gab halt immer irgendwas zu tun. Und das wollte ich auch möglichst schnell erledigen. Aber jetzt hatte ich das Bedürfnis, mich ein bisschen auszuquatschen. Was bist du? Oh, du bist wohl Samuel. Und das ist deine weibliche Begleitung. Da du am Boden liegst, spreche ich mal die Dame an, aber erstmal gucken, ob einer von euch böse ist. Ja, du jammerst. Okay, okay, ich mache ja schon. Haltet bitte einen Moment inne, edle Herren. Verzeiht mein Aussehen, aber ich laufe jetzt schon seit mehr als einer Woche durch die Wildnis. Ihr müsst mir helfen. Mein Freund ist schwer verwundet und er stirbt, wenn ihm nicht bald jemand zu Hilfe eilt. Bitte helft mir. Bringt uns zu diesem Freund. Wir sind stets bereit, einer Dame in Not zu helfen. Da ist er, hier auf dem Boden. Ja, das hätten wir uns fast denken können. Das ist Samuel. Er ist so krank, schluchzt. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Könnte ihn...